Der Sonntag war erst 6 Stunden alt, als der Alarm für die Feuerwehr in Glauchau ausgelöst wurde. Schon von Weitem war der Brand in einem leerstehenden Wohn- und Geschäftshaus zu sehen. Der Dachstuhl des 4-geschossigen Gebäudes brannte in voller Ausdehnung. Sofort wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Insgesamt waren die freiwilligen Feuerwehren Glauchau, Merani und Niederlungwitz im Löscheinsatz. Mit mehreren Löschtrupps und 2 Drehleitern versuchte man, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Gegen 9.30 Uhr war der Brand gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten 3 Bewohner des Nachbargrundstücks kurzzeitig aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Die Polizei geht von Brandstiftung an dem verschlossenen Gebäude aus. Die Untersuchungen der Brandursachenermittler dauern an.